Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Billion Humans. Und mir juckt die Nase so furchtbar. Okay, Suchen und Schreddern oder Mathematik für Kunststudenten? Das klingt, als wäre es einfach. Wir machen erstmal die 35. Ist ja auch die richtige Reihenfolge. Was ist 4 plus 2? Was ist 5 minus 3? Was ist 1 mal 3? Wer soll sowas denn wissen? Wir sind schließlich keine Wissenschaftler. Dafür haben wir doch den Taschenrechner. Ja, Sie können nun den neuen Calc-Befehl, also Calculation wahrscheinlich, nutzen. Nutzen Sie ihn, um Zahlen zu addieren, subtrahieren oder was Taschenrechner so machen. Mein Sound ist wieder volles Rohr auf meinen Ohren. Okay, lassen Sie uns das mal üben. Bitte addieren Sie 1 zu jedem Datenwürfel. Legen Sie die Datenwürfel danach wieder auf den Boden. Sie schaffen das. Okay, dann picken wir mal alle das Ding vor uns ab. Kalkulieren. Mein Ding plus 1 hier. Und dann droppen wir den wieder. Ach, soll ich ihn vor mir ablegen oder was? Na meine Fresse, dann gehen wir halt. Ach nee, ich habe ja gar keinen. Addieren Sie 1 zu jedem Datenwürfel und legen Sie ihn wieder ab. Hä? Ach, muss ich's? Ich muss es ja noch writen, ne? Write Mem 1. Ah. Okay, das macht mehr Sinn. Dann, puh, Gefahr par excellence. Ich möchte aber trotzdem erstmal die 36 probieren. Hoffentlich schaffen wir die. Ach du Scheiße, warum ist das Bild so klein? Ist es Ihnen aufgefallen, immer wenn wir die kleinste Zahl schreddern, dann gibt es eine neue kleinste Zahl. Und wenn wir diese schreddern, Ihnen ist das Problem klar geworden. Wir müssen also alle Datenwürfel schreddern, aber nicht in irgendeiner Reihenfolge. Jeder Arbeiter muss seinen Datenwürfel schreddern. Zuerst den kleinsten, am Ende den größten. Ach, die in seiner Reihe sind, ne? Wir merken uns erstmal den Nearest Shredder. Oh, ich würde hier gerne so reinzoomen irgendwie. Das ist mir zu weit weg gerade. Okay, wir merken uns den Nearest Shredder. Das ist schon mal Punkt 1. Was steht denn hier noch? Beginnen mit dem kleinsten Aufsteigen bis zum größten. Verwenden Sie die Lösung des vorherigen Raums wieder. Sie können sie mit Kopieren und Einfügen als Startpunkt verwenden. Okay. Kopieren. Warum muss ich das nochmal machen? So, und jetzt... Muss ich das leeren? Sie können sie nicht einfügen. Es verwendet Funktionen, die in diesem Raum nicht zur Verfügung stehen. Hat er nicht? Hier steht doch. Verwenden Sie die Lösung des vorherigen Raums wieder. Sie können sie mit Kopieren und Einführen und Startpunkt verwenden. Hä? Ist hier 35 nicht der vorherige Raum gewesen? Oder meinen Sie mit dem vorherigen den Ast, der unten drunter ist? Wartet mal. Wir gehen dort auch nochmal gucken. Dass Sie die 34 mit dem vorherigen meinen. Ja, das könnte sein, weil es ja sehr, sehr ähnlich aussieht. Wir kopieren das jetzt. Ach du Scheiße, ey. Gehen jetzt in die 36. Ja. So, und einfügen. Ah, ja, 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 ja. Okay, was war denn aber hier die Aufgabe? 34. Was macht ihr denn? Ah. Wartet mal, drop die mal nach unten. Nee.
Nein. Warte mal. So. Wir steppen nach unten und droppen das dann da. In der Hoffnung, dass dort nichts ist, dann. So, was macht ihr denn hier? Nehmt die 10. Und er merkt, was die kleinste Zahl ist, geht runter. Jetzt geht sie halt bis zur Wand. Warum macht sie denn solche komischen Sachen? Hier ist Erz. Wenn ich jetzt hier schon sage, sie soll den Nearest Shredder geben. Der ist 1, ne? Ne, der ist 2. Huch! 2. Null? Ihre Arbeit haben etwas getan, wodurch ihre Arbeit unmöglich wird, standen sie neu. Was hast du denn getan? Das ist schon falsch, weil hier ist die 29. Okay, ich bin mir nicht so sicher, ob ich überhaupt die alte Lösung behalten will, weil die ganz schön umständlich ist. Lass sie uns nochmal kurz löschen. Ich meine, wir können sie ja immer wieder hin kopieren. Versuchen wir aber mal. Hier können wir auch noch verschiedene. Wartet mal, wir kopieren die mal hier hin. Machen aber hier weiter. Dann haben wir sie nämlich noch da. Lasst uns mal den Shredder merken. Okay. Ah. Ich überlege gerade. Ich wollte gerade mit Nearest die Blöcke auch machen. Dass er immer den nahesten nimmt. Obwohl der ihm ja näher, also der Figur ja ein bisschen näher ist als seine eigene. Beziehungsweise, wenn diese hier abgebaut wird, ja, das funktioniert nicht, glaube ich. Ah. Jetzt kommen wieder die ordentlich Hinsitz-Dingsbums. Ich überlege gerade. Können wir mal raus. Ah, ich überlege gerade, ob wir das andere Level versuchen wollen. Und uns dann um das hier kümmern, damit wir wenigstens irgendwas in dieser Folge gesehen haben. Um.
Ja, vielleicht ist sie doch nicht so dumm. Fügen es nochmal ein. Wir haben den Nearest Shredder. Wir gehen die ganze Zeit vorwärts, wenn wir nichts sehen. Und ansonsten nehmen wir den Cube. Das ist schon mal richtig, das sollen wir hier auch machen. Dann checken wir, wenn mein Ding, das kann ich eigentlich weglassen. Das habe ich nur eingetragen, damit es halt gleichgültig wird. Dann... Nee, wir lassen das so. Wir lassen das gerade mal so. Dann, wenn ich einen Datenwürfel in der Hand halte, merke ich mir die Zahl. Ansonsten gehe ich weiter nach vorn. Wenn der Würfel, den ich in der Hand habe, müsste hier nicht ein Loop noch rein? Weil nachdem... So. Wisst ihr, dass wir das so lange machen, bis wir einen Würfel haben und dann, wenn das, was ich habe, kleiner ist als das, was vor mir liegt, weil das muss ja ein Datenwürfel sein. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Loop dann zu viel. Warte mal. Wenn das kleiner ist, was ich in der Hand habe, als das, was vor mir liegt. Ich ignoriere die Zeile mal. Dann gehe ich vorwärts. Können wir hier eigentlich auch schon jumpen? Ansonsten. Droppe ich den? Und pick den anderen eigentlich vor mir ab, ne? Und merk mir seinen Wert aber auch, oder? Muss ich einen anderen Memory-Wert jetzt nehmen? Ich nenne es zur Sicherheit mal 3. Obwohl, ist eigentlich egal. Es ist egal, ich lasse es jetzt mal so. So. Dann ist das fertig. Und dann, wenn vor mir eine Wand ist, dann picke ich doch gar nichts ab, sondern gehe zum Shredder. Und dann fange ich wieder von vorne an. Oh Gott, funktioniert das? Wo steckt mir fest? Hier im Loop. Ihr guckt nämlich, ob die Zahl, die über euch ist, warte mal, ich verstehe gerade, hier ist der Schritt. Wir picken das ab, gucken. Ich habe hier so ein Problem mit dem Merken, als wäre das schon eine Aktion. Und dann gehen wir eigentlich noch einen Schritt vorwärts, oder? Das ist es auch nicht. Warte mal, den Jump, den habe ich doch erst eingefügt. Machen wir es mal so. Wartet mal, haben Sie wenigstens die Zahlen richtig sortiert? Okay, nein, haben Sie nicht. Die hat die in die 9 liegen lassen. 0, 4... Das ist richtig. Die hat hier die 9 wahrscheinlich wegen einer Lücke liegen lassen. Und sie selber rennen aber. Aber sie haben doch was in der Hand. Wo sage ich denn? Hier sage ich Drop. Warum droppt die Oma? Wenn mein Ding, merke ich mir die Zahl und gehe einen Schritt vorwärts. So, jetzt vergleichst du. Vergleichst nochmal.
Warum hast du die 2 jetzt nicht genommen? Ah! Warum hast du die 2 nicht genommen? Ich muss ja irgendwo einen Schritt übersprungen haben. Leute, wir schaffen das. Ich bin gerade drauf und dran, wieder alles zu löschen. So. Oder? Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir machen es nackig. Wobei ich glaube, dass das richtig ist. Das einzige von allen. Okay, der naheste Schredder. Wenn ich hier das sage, nimmt er dann nur den Wert? Was soll denn zuletzt rein? Beginn mit dem kleinsten. Ich hätte das von hier auch nehmen können. Mit der größten Zahl. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier lang gegangen wäre und gesehen hätte, die Zahl ist kleiner, nehme ich den, leg den links ab. Dann hätte ich aber immer hin und her steppen müssen die ganze Zeit und das wäre halt nicht cool gewesen. Vor allen Dingen hätte ich nicht gewusst, an welcher Stelle was links und was rechts ist. Also es muss schon eine Gerade sein. Wir müssen steppen. Nach Norden. Alle zusammen. Jetzt machen wir es wieder wie erst. Sobald wir... Ich mach mal, wenn wir draufstehen, auf einem Datenwürfel. Ne? Nee, macht das Sinn? Merkt ihr sich jetzt alle Zahlen von 0 bis 99? Speichern Sie einen Wert in ein Gedächtnis-Slot für später. Sie können Zahlen speichern, Dinge, die Sie halten, Dinge um Sie herum, sogar andere Arbeiter. Wenn Sie Set auf ein leeres Feld anwenden, wird der Wert nichts gespeichert und nicht ein bestimmtes Feld. Merkte sich jetzt den Zahlenwert? Ich lasse das mal kurz so. Genau, wir gehen vorwärts. Mmh.
wenn das ein Datenwürfel ist. Ich überlege nämlich gerade, wenn wir hier noch eine Kondition dazu machen für das Feld, auf dem wir stehen. Für die Werte, die hier drin sind. Wisst ihr? Und dann hier warum hat der automatisch mein Ding drin? Oder weil ich das gerade... Wir brauchen einen Loop. Wir brauchen einen Loop. Hierhin. Warte mal. Memory 1 ist das. Sie merkt sich die ganze Zeit die 99. Und sie interessiert sich auch gar nicht für die anderen Werte. Wartet mal kurz. Sie hat den doch... Ich muss ihn hochnehmen, oder? Muss ich ihn hochnehmen? Ein kurzer Soundaussetzer. Aber ich denke, sie guckt, hat es, stand da nicht gerade da? Sie guckt auch nach dem Feld? Oder merkt sie sich Data Cube? Aber sie hat sich doch auf Mem 1 die 99 gelegt. Warte mal, muss ich so machen? Nee. Die 99 bleibt. Ich raff's gerade nicht, ne? Wir müssen ja auch noch einbauen, das mit der Wand. Machen wir mal das, vielleicht sind wir da ein bisschen schneller. Wenn im Norden eine Wand ist... Und wenn wir nee. Ich wollte sagen, wenn wir einen Data Cube, ich raff's gerade nicht, ne? Ich glaube, das mit der 99 ist auch falsch, was ich hier gerade versucht zu bauen. Wisst ihr was, Leute? Ich hoffe, dass wir ein Erfolgserlebnis haben, wenn ich in die 37 kurz gehe. Dass wir wenigstens in diese Folge irgendwas geschafft haben. Hicks, hatten auch alle Spaß auf der Jahresfeier? Oh, sie waren gar nicht eingeladen. Naja, ich denke, nach der Party sauber zu machen ist genauso schön, wie auf der Party zu sein. Scheint so, als sei jemand in diesen Raum gekommen und hätte einige Datenblöcke beschädigt. Die Leute vom Support wollen, dass wir eine Inventur machen. Sehen Sie diese Tabelle dort? Addieren Sie einfach jede Zeile auf und schreiben Sie die Summe auf die Spalte rechts. Ich meine rechts. Es war eine harte Nacht. Ach ja, achten Sie auf das Loch, Löcher, das Zeug. Okay. Wir gehen auf jeden Fall... Ich könnte ja erstmal den geraden Weg beschreiben, ne?
Wir machen mal, wir ziehen. Wir ziehen das Pferd, glaube ich, mal von hinten auf, ne? Wenn rechts von uns, ja, genau, keine Wand ist. Ups, ne? Genau, weil hier müssen wir es ja dann droppen. Dann. Boah, wie ging denn das? Wie? So? Aber wir müssen doch erstmal sagen, dass er vorwärts gehen soll, oder? Oder? Weil wir lassen das mal kurz. Dann kalkuliere das, worauf wir stehen. Plus. Nee. Doch, nee. Doch, klar. Weil wir Mem 1 ja dazu addieren müssen. Ja, ja, doch. Gehört das noch hier dazu? Oder eher drunter? Drunter? Wenn rechts ein Loch ist. Dann müssen wir woanders hingehen, aber ich überlege gerade, wohin. Ist grundsätzlich eigentlich egal, ne? Also ich meine, weil wir jetzt nicht von zwei Löchern... Also hier grenzen keine zwei Löcher so hart aneinander, dass das funktioniert. Warte mal. Und wenn dann? Wir schicken sie lang. So. Und wenn dann hier hinten? Müssen wir ja wieder nach unten gehen. Weil wir ja hochgegangen sind, dass wir hier wieder... Also wir sliden ja hier hin, wir müssen ja hier wieder hinsliden. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir auf unserer Ebene weiterzählen, dürfte ja auch kein Kalkulationsding sein. Das muss also separat sein. Also, wenn wir nach rechts in ein Loch fallen, gehen wir hoch. Wenn wir... hier unten ein Loch sehen. Ein Loch sehen. Dann gehen wir einen Schritt nach rechts. Ansonsten so, damit wir wieder runterkommen, wisst ihr? Nee, doch.
Ich habe gedacht, die 37 ist einfacher. Dass er das wiederholt. Nee. Warte mal, ich habe das nicht richtig eingerückt, ne? Was passiert denn jetzt? Jetzt gehen alle nach unten, das ist nicht cool. Okay. Okay, okay. Wo ist mein Problem? Nochmal schnell gucken. Rechts ist kein Loch. Und links unten ist kein Loch. Ah. Okay, ich verstehe das Problem gerade. Warte mal. Wo muss ich loopen, damit das logisch ist? Das ist... Nee, warte. Ich warte. Warte. Doch, der Jump ist richtig. Also hier. Ich muss hier zwischendurch was anders bauen. Ich muss... Wir gucken nochmal. Wenn rechts von mir keine Wand ist, dann merken wir uns den Wert, der drin steht. Zum Kalkulieren füreinander. So. Dann sagen wir, wenn rechts von uns ein Loch ist, um die Lochfaller zu beschützen, schreite hoch, damit du bei der Seite bist. Muss ich das einrücken? So. Dann geh nach rechts. Nee. Nee, nee, nee. Mach noch mal drunter kurz. Drunter hier. Doch. Warte. Ach, Menno. Wenn rechts von uns ein Loch ist. Dann steppen wir nach oben. Warte mal, war es richtig? Nochmal. If rechts von uns ist ein Loch, dann step nach links oben. If hier unten ist ein Loch, dann ich muss das alles hier reinballern, oder? Muss das alles hier rein? In das? Nee. Ach, liebe Leute, jetzt haben wir zwei Level nicht richtig. Verdammte Scheiße. Wir löschen die ganze Kacke nochmal.
Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. So, jetzt machen wir mal für Kinder. Wir gehen einen Schritt nach rechts. Gut. Wir machen jetzt nochmal, wenn rechts von uns eine Wand ist. Dann das ist scheiße, die Idee. Lass uns noch mal überlegen. Wir machen es mal so. Wir brauchen einen Loop. Wenn in diesem Loop der Osten ungleich einer Wand ist, hatten wir ja gesagt. Dann kalkulieren wir das zusammen mit der Position, genau. Ich würde sagen, hier kommt jetzt schon das If. Und wenn das rechts von uns ein Loch ist, dann steppen wir. Ah, mein Genick juckt. Nach hier oben. Damit wir dem Loch aus dem Weg gehen. Mann, so. Ansonsten, nee, warte mal, ein If brauchen wir doch erst. Ansonsten hatten wir ja schon gesagt, wenn hier ein Loch ist, dann gehen wir nach Osten. So. Ich bin schon wieder an derselben Stelle, wo ich vorhin war, wo es auch nicht funktioniert hat. Weil ich das ineinander puzzeln muss und ich weiß gerade nicht wie. Leute, wir machen jetzt was. Ich hoffe, die Aufnahme geht trotzdem weiter. Ich suche jetzt live nebenbei eine Lösung raus. Welches Jahr sind wir? Par excellence? Was ist das für ein Jahr? Was ist das für ein Jahr? Warte mal, vielleicht steht hier irgendwo, wie das Level heißt. So. Seven billion humans walkthrough. Okay. Seek and destroy hatten wir vorher, ne? Suchen und zerstören. Ja, heißt halt nichts per excellence. Was ist denn das? Dangerous könnte mit Gefahr zusammenhängen. Lass uns mal gucken, was hier drin steht. Boah, ist das ein kurzes Ding. Hier steht. Hier ist auch ein Loop. Okay. Hier steht, wenn rechts von uns ein Loch ist. Warte mal, wir machen es mal. Bin ich mir sicher, dass es das gleiche ist? Wir machen mal das Ding hier. Hier steht. Wenn rechts von uns ein Loch ist, dann steppen wir hier rüber. Ja, ist ja quasi das gleiche, was ich gemacht habe, genau. Und dann steht hier drin, dass das If hier noch mit reingehört. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Wenn hier ein Loch ist,
Also ineinander hätte ich es verdingstern müssen. Dann steppen wir nach Osten. Jetzt muss ich mich schon wieder kratzen. Okay. Jetzt steht hier End If. Meinen Sie das so? Nee, da bleiben die ja stehen, die Figuren. Das meinen die bestimmt nicht. Hier steht jetzt noch, dass ich einen Step machen soll. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwo mit reinkommt. Der würde ja überall erzen. Ich verstehe nicht. Kann ich denn so? Soll ich das so machen? So? Und dann steht hier ein End if, ein Else. Ist das so gemeint? Else nach Osten gehen. Dann steht wieder ein End if und ich soll hier iffen. Und sagen, wenn der Osten eine Wand hat und wenn da, wo ich stehe, gleich null ist. Okay. Dann. Was zur Hölle? Soll ich das Center hochnehmen? Dann soll ich writen, was in Mem 1 steht. Aber das kann ich doch gar nicht. Write Mem 1. Ist doch gar kein Befehl dafür da. Hä? Ach, der hat hier... Lol, der hat gar keinen Mem 1 drinstehen, deswegen. Ach, hier unten hat er... Warte mal, das ist ja mega komisch aufgebaut. Okay, lass uns mal kurz gucken, ob das so geht. Weil er hat... Ich lasse es mal kurz so. Wir droppen das dann. Dann hat das geendet. Und dann hat er hier Calculate hingemacht. Und dann hat er Mem 1 calculated mit dem, wo er steht. Das verstehe ich. Und dann hat er einen Jump gemacht. So, bis ganz oben. Ja. Und der hat hier Mem 1 geschrieben. So, jetzt bin ich gespannt. Fass es nicht. Ach, krass. Liebe Leute, das war wieder Cheaten. Aber ich wäre selber nicht drauf gekommen jetzt. Vielleicht sollte ich auch eine Pause machen. Das war sogar die optimale Lösung, die ich hier gefunden habe. Okay, ich mache jetzt auch wirklich eine Pause. Vielleicht bin ich auch einfach schon ein bisschen angestrengt. Ich habe ja alles bis jetzt am Stück gespielt. Und dann machen wir einfach irgendwann beim nächsten Mal mit den restlichen Leveln weiter, wenn wir wieder einen frischen Kopf haben. Und ich würde deshalb sagen, Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.